Können tote Menschen platzen? Und da denkt man erstmal, hä, was ist jetzt das wieder für eine Frage? Und es ist auch irgendwie eine komische Frage. Aber zu dem Thema gibt es wirklich was zu sagen. Wenn man stirbt, dann hören alle Körpersysteme auf zu arbeiten. Das Herz, die Lunge und auch das Gehirn. Aber was hat das jetzt mit einem Platzen zu tun und geht es überhaupt? Nach dem Tod setzt die Verwesung ein. Das bedeutet, der Körper beginnt, sich selbst zu zersetzen. Und bei dieser Verwesung können Gase entstehen. Die sogenannten Fäulnisgase. Und durch diese Gase bläht sich der gesamte Körper tatsächlich auf. Aber kann der Körper bei zu viel Gas dann irgendwie platzen? Ich hatte den Fall selbst tatsächlich auch schon mal, dass ich einen Verstorbenen auf dem Tisch liegen hatte, der wirklich aufgebläht war. Das ist schon irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn man merkt, dass wirklich Gas in dem Körper drin ist. Aber fürs Platzen, da kann ich euch Entwarnung geben, weil diese Fäulnisgase, die treten durch die Haut aus. Das heißt, platzen kann ich überhaupt nichts, da geht keine Gefahr aus. Die Poren in der Haut, die regeln das.